This is the Emmertal in Lower Saxony, Germany. This area, surrounding the River Emmer, is important to many flora and fauna. Serious measures are being taken to preserve this area, which will also benefit the nearby town of Amelgärtsen. Des Zustandes hier in diesem Fall ist es so gewesen, dass eben halt die Emmer selber eben halt als Fluss tief eingegraben ist und die angrenzende Aue obendrauf sich befindet und entsprechend an das Wasserregime, also an die benetzte Aue angeschlossen werden soll, um naturnahe Zustände eben halt zu erzeugen. Von dieser Maßnahme profitiert ausschließlich die Natur. Nachfolgend natürlich auch hier die Bevölkerung des Ortes Amelgärtsen, weil eben halt solche Naturschutzmaßnahmen immer den Synergieeffekt haben, Verbesserung des Hochwasserschutzes. Das ist ein Projekt zur Fließgewässerrenaturierung. Das heißt im Prinzip, um das Gewässer in seine ursprüngliche Form an einem bestimmten Teilstück zurückzuführen. This means tens of thousands of cubic meters of soil have to be excavated and removed. This project is being conducted by the civil engineering specialists of Clausen. Since they are pressured for time, they are using a smart solution to work efficiently. This solution is the result of a collaboration between Topcon and Swaycon. Wir haben jetzt ungefähr noch ein 14-tägiges Zeitfenster, dann sind hier mit extremen Hochwassern zu rechnen, dann müssen wir fertig sein. Wir haben jetzt hier eine Ausführung, wir sind jetzt in der vierten Woche, wir sind jetzt dem Ende ziemlich nahe, sodass wir nächste Woche fertig werden wollten. Das konnten wir aber nur ermöglichen, jetzt mit dieser 3D-Steuerung in Verbindung mit Swaycon Topcon, die wir jetzt ja auch schon seit 2017 auf einem Bagger haben. Dies ist jetzt der zweite Bagger, den wir damit ausrüsten, sodass ich effektiv, effizient und wirklich ohne Pausen arbeiten kann. Der Vorteil der 3D-Steuerung ist für den Baggerführer, dass er nun das 3D-Modell ohne Unterstützung eines Dritten durchführen kann. Der Vorteil für den Baggerführer dieser 3D-App liegt darin, dass er genau erkennt, wie tief er ausheben muss und auf der anderen Seite, wo er auftragen muss und in welcher Höhe er auftragen muss. With this smart approach, Clausen got the job done well in time before high water.